So, jetzt der bekannte Schauspieler Ralf Bauer. Und wir hatten ihn ja zuletzt bei der Michael-Stich-Stiftung. Da war er ja auch sehr sozial engagiert. Und jetzt heute bei Movie Meets Media. Und Sie wissen ja, das Motto ist heute Caribbean Nights. Und ja, ich würde mal sagen, er hat sich ein bisschen so verkleidet. So, Pirates of the Caribbean habe ich gerade gehört. So hat dich jemand gerade tituliert. Würdest du dem zustimmen? Wir haben ja heute Caribbean Night. Pirates of the Caribbean. Oh, Ralf Bauer. Ich hatte am Anfang überlegt, ob ich ein bisschen so wie möchte gern Captain Jack Sparrow rumlaufen soll. Ja, mit einem Cappy hier, Auge. Ja, aber ich habe das total vergessen. Das habe ich wieder total aus dem... Ja, weil ich nämlich gegoogelt habe, wie schaut man eigentlich in der Karibik? Wie schaut man da aus in der Karibik? Ja. Und dann kam ich auf Pirates of the Caribbean, habe es vergessen. Ralf, wir gehen einen Schritt zurück. Michael Stich Stiftung, es ist uns immer ganz wichtig, soziale Themen anzusprechen. Da hatten wir uns zuletzt gesprochen. Wie resümierst du das nochmal? Wie war das für dich? Eine wichtige Veranstaltung immer wieder. Und das möchte ich auch gerne ansprechen. Nö, war so gut. Ich finde es immer gut. Eigentlich schon seit 30 Jahren, immer wenn ich mein eigenes Ich, meinen eigenen Körper, meinen eigenen Geist einsetzen kann für andere Menschen. Und egal wo, ob das bei uns in Deutschland, bei Michael Stich jetzt Stiftung gewesen ist oder quasi weltweit bei den Tibetern, das ist für mich gehupfig gesprungen. Ja. Gut, das ist für dich auch eine Herzensangelegenheit, denke ich mal. Heute hattest du ja auch einen Beitrag oder gestern, du hast ja Yoga hier für die Protagonisten, sage ich mal, angeboten. Morgens um 8 Uhr ging es schon los. Und wie war das Gefühl hier auf Gut Basthaus? Das ist ja eine ganz eigene, sage ich mal, Atmosphäre. Und bist du da spirituell richtig aufgegangen mit deinen, sage ich mal, ja, wie nennt man die dann? Teilnehmer. Jüngern. Also, deinen Jüngern. Also spirituell, das wäre heute Morgen zu früh gewesen, weil bis das spirituell greift, das dauert einfach sehr lange. Ja. Da braucht man ein bisschen mehr Zeit. Ja, und heute der krönende Abschluss, die Premiere Movie Meets Media. Hast du ja ein bisschen was damit zu tun eigentlich, ne? Ja, Movie Meets Media. Ja. Movie Meets Ralf Bauer. Du hattest ja auch einen Film angekündigt. Wir hatten das ja auch letztens auch mit redaktionell begleitet. Möchtest du noch mal was zu aktuellen Filmprojekten sagen oder etwas Schönes, Spannendes, was in Zukunft vielleicht für dich wichtig ist oder was du gerne avisieren möchtest? Gibt es da was Nettes? Ja, der Film kommt jetzt dann auf DVD ab 15. September. Man kann den schon vorbestellen. Nennst du noch mal den Titel? Die Wiederkehr Semdül. Und dann ab Oktober kommt er auch... Guck mal, so live sind wir hier. Gerne noch mal in die Kamera winken. Ja. Und dann ab Oktober kommt er auf iTunes, Amazon und diesen ganzen anderen Kanälen. Okay. Also diese Streaming-Dienste sozusagen. Genau, genau. Ja? Also ist klassisches Fernsehen eigentlich nur noch, sage ich mal, ein Auslaufmodell? Oder würdest du sagen, die Streaming-Dienste, das ist es für die Zukunft? Kinofilmproduktionen auch nicht mehr unbedingt so. Netflix, so diese ganzen Amazon, diese ganzen, sage ich mal, Richtungen, die es da gibt. Stellst du dich da modern auf? Nee, ich glaube, noch hat alles Bestand, aber man muss sich einfach anstrecken und flexibel bleiben, weil ich glaube, breiter aufstellen. Ja. Also das ist aber sowieso immer. Als Schauspieler, als Künstler muss man sowieso immer, desto breiter man gefächert ist, desto besser ist das im Grunde genommen. Auch menschlich, glaube ich. Also auch mit anderen Kulturen, desto mehr man da sich interessiert, desto größer ist dann der Blickwinkel, den man irgendwann einnimmt. Nämlich das Leben aus einem anderen Blickwinkel, aus einem anderen Kulturkreis zu sehen. Das ist hervorragend. Das kann ich nur jedem empfehlen. Bin gespannt, deinen Film zu sehen. Und ich finde es auch so schön, dass du diese Ruhe ausstrahlst und wir im Hintergrund aber diese unglaubliche Hektik haben und die Fotografen, die gerade ihr schönstes Bild aussuchen. Und wir haben uns dem so ein bisschen rausgezogen. Ich danke dir und wünsche dir einen schönen Abend heute. Ne? Dir auch. Danke. Rodavis. Rodavis.